Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sonntagsvideo hier heute in meinem Kreativatelier. Mein Name ist Nadine Buhl, ich bin unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin und würde euch heute gerne zeigen, wie ihr eine solche Box fertigen könnt. Das ist ein kleines Präsent, was man so zu einer größeren Sache noch dabei hat, und da kann man Ferrero-Küsschen oder irgendwie so eine Kleinigkeit halt machen, reinmachen, vielleicht was Längliches oder sowas, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich würde euch gerne zeigen, wie ihr das nachmachen könnt. Kommt einfach mit. Wir beginnen als erstes mit den Zuschnitten der Papiere. Und zwar brauchen wir ein Stück Flüsterweiß in den Maßen 6,5 x 13,5 cm. Dann habe ich mich für Bermuda Blau entschieden in den Maßen 9,5 x 10,5 cm. Und das kleine Dekostückchen, das hat die Maße 2,2 x 9 cm. Wir benutzen diesmal das Schneidebrett auch zum Falzen. Und zwar beginnen wir mit der Unterseite. Die wird rundherum auf allen vier Seiten bei 2 cm gefalzt. Einmal rundherum. Und um die Falz, um das Falzen abzuschließen, das war das Wort, was ich gesucht hatte, werden wir jetzt auch den Deckel direkt falzen. Und zwar wird der bei 2,2 cm. Und dann drehen wir das Ganze einmal um 90 Grad. Aber es ist halt immer, bei solchen kleinen Zentimeter Falzen ist es immer besser, hier auf dieser Seite halt zu falzen. Also drehen wir das Papier jetzt einmal um, falzen bei 4,9 cm, 7,1 und 9,6. So, dann sind wir da auch schon fertig. Kann man das Brett nämlich beiseite legen und jetzt wird geschnitten. Und zwar hier, wo wir die beiden kleinen Falzen haben, nehmen wir uns jeweils so einen kleinen Schnipsel hier weg. Auf dieser Seite und auf dieser Seite genauso. Und dann drehen wir das Ganze einmal um und von der gegenüberliegenden Seite machen wir das Ganze auch nochmal. Ihr kennt das auch schon, das machen wir ja bei vielen Boxen, weil es einfach hilft, das Ganze schöner und sauberer zusammenzukleben. Dann die Falzen einmal mit dem Falzbein nachziehen. Dann haben wir schöne Knicke hier. So, und dann arbeite ich jetzt mit Flüssigkleber. Ich arbeite in letzter Zeit eigentlich ganz gerne für Boxen auch mit Flüssigkleber. Da löst sich nichts auf, wenn da ein bisschen Spannung drauf ist. Die Seite, und während ich die festklebe, die gegenüberliegende Seite auch. Und der Kleber, der braucht ja nur einen kurzen Moment, bis er anzieht. Und dann hält er bombenfest. Da braucht man also im Grunde genommen kein doppelseitiges Klebeband. Hat natürlich, das hat den Vorteil, das doppelseitige Klebeband, dass es etwas schneller geht. So muss man im kurzen Moment halt nachhalten. So, und auf der Seite machen wir das genauso, direkt auf beide Seiten. Hier einmal festhalten, diese Seite umklappen. Und dann geht das eigentlich auch schon recht schnell, finde ich. So, hier auch nochmal gegenhalten. Und dann haben wir das Unterteil im Grunde genommen schon fertig. Und das Oberteil, da knicken wir jetzt auch einmal alle Falzen nach. Und bevor wir das zusammensetzen, mache ich hier das Dekostück drauf. Und zwar mache ich das ganz gerne auf die Seite, die dann später, ich nenne das immer die schöne Seite, sein wird. Und zwar ist das die Seite, wo man die Klebelasche nicht sieht. Die Klebelasche ist ja hier. Das heißt, wenn ich das Ganze zusammensetze, dann verschwindet die Klebelasche hier hinter und das ist die schöne Seite. So, und die Klebelasche mache ich auch mit dem Flüssigkleber. Das geht nämlich auch ganz wunderbar. Muss da aufpassen, dass man sparsam ist, dass das also nicht zu allen Seiten rausquackt, sage ich jetzt mal. So, und dann kann man das Ganze hier reinschieben und dann ist die Box in ihrer Grundform. Upsala, habe ich noch nicht lang genug gewartet. Da ist die Box in ihrer Grundform dann fertig. So, und zur Verzierung habe ich mir den
Spruch Glückwunsch aus dem Set Große Klasse ausgesucht. Das ist ein Clearmount-Set und ich finde, das ist ein richtig schönes Set. Hier kann man also auch wunderschöne Kreise zum Beispiel für Hochzeitskarten machen oder zur Kommunion oder sowas. Also das ist ein Set, was man wirklich sehr viel benutzen kann. Und dann nehme ich mir hier so ein Reststück und stempel mir meinen Spruch hier einmal ab. Und dann nehme ich hier diesen Labelstanzer, stanzen das Ganze einmal aus. Und das ist also von der Schriftart bewusst auch so, dass das so ein bisschen uneben aussieht. Und das Ganze klebe ich jetzt hier auf der Box fest und habe eine kleine Glückwunschbox. So, das war es auch schon wieder für heute. Ihr wisst nun, also wie ihr eine solche kleine Box fertigen könnt. Und ich hoffe, ihr habt ganz viele Gelegenheiten, dass ihr liebe Menschen damit beschenken könnt und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis dahin. Tschüss!